Konzept der Auswanderung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, wenn ihr ihm nicht helft, so wisst, dass Allah ihm damals half, als die Ungläubigen ihn vertrieben haben, wie sie da beide in der Höhle waren und er zu seinem Begleiter sagte, sei nicht traurig, denn Allah ist mit uns. Da ließ Allah seinen Frieden auf ihn herab und stärke ihn mit seinem Frieden auf ihn herab und stärke ihn mit Heerscharen, die er nicht sah. Und erniedrigte das Wort der Ungläubigen. Und Allahs Wort allein ist das Höchste und Allah ist erhaben, allweise. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten Diener und Gesandter ist. Nun zum Thema. Das arabische Nomen Hijra bezieht sich wörtlich auf die Tat des Aufgebens oder des Loslassens. Daher bezeichnet das Wort Muhajir, wie es in Hadithen erwähnt wird, eine Person, die sich von dem Los sagt, was Allah, der Allmächtige, verboten hat. Dies beschränkt sich nicht auf eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Ort. Jeder, der sich an die Anordnungen Allahs, des Allmächtigen, hält und Sünden aufgibt, wird als ein Muhajir betrachtet. Die Hijra des Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, hat jedoch ein andersartiges Ausmaß. Es bezieht sich auf seine Auswanderung, dem Streben nach der Zufriedenheit Allahs des Allmächtigen, trotz deiner Zuneigung zu seinem Heimatland und der Affinität zu seiner natürlichen und sozialen Umwelt. Dieses Heimweh nach Mekka wurde auch leidenschaftlich von den Muhajirun ausgedrückt. Diejenigen, die mit ihm, möge Allah ihn in Ehren halten, ihm Wohlergehen schenken, ausgewandert waren, vor allem während der ersten schwermütigen Tage. Dies war so, weil die Hijra es erforderte, sich an die neue Atmosphäre in Medina zu gewöhnen. Angesichts des unterschiedlichen Klimas, das einigen der Muhajirun an Fieber leiden ließ, sowie der Wirtschaft, weil diese dort auf der Landwirtschaft basierte, wogegen sie in der Heimat in Mekka auf dem Handel basierte, wo sie Besitz und Reichtum zurückgelassen hatten. Die Hijra ist jedoch eine von Allahs auferlegte Pflicht, der gehorcht werden muss. So wie man die Schwierigkeiten, wenn man sie ausführt, erleiden muss. Als sie begann, machten sich Züge von Muhajirun nacheinander auf zum neuen Land, dem zentralen Ziel der Auswanderung. Frauen nahmen an diesem gesegneten Ereignis ebenfalls teil, wie Umm Salama, möge Allah mit ihr zufrieden sein, die von den Islamleugnern in Mekka großem Leid ausgesetzt war. Beim Versuch, sie an der Hijra zu hindern, nahmen sie ihr neugeborenes Kind weg, sodass ihre Hand sich ausrenkte. Aber sie beharrte und war trotz Gefahr und Drangsal erfolgreich in der Auswanderung. Die Anweisung war allgemein für alle Gläubigen, weil die Verse des Koran periodisch offenbart wurden und auf die Verdienste des Verrichtens der Hijra hinwiesen. Sie galt von Anfang der Auswanderung bis zum Jahre 8 nach der Hijra, als sie nach der Einnahme Mekkas widerrufen wurde. Was Medina als Zielort der Hijra betrifft, so gab Allah der Allmächtige es selbst an, indem es dem Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, geoffenbart wurde. Der Prophet sagte, ich habe in meinem Traum gesehen, dass ich von Mekka in einem Land mit Palmen auswandere. Zuerst dachte ich, dass es Yamama oder Hajar war, aber es war Medina. Es wurde später klar werden, dass diese Stadt, die schon Knospen des Glaubens trug, die Massenankunft der Muslime erforderte, um sie vor der lauernden Feinden unter den Quraysh, Juden und Beduinen zu schützen.
Daher offenbarte Allah, der Allmächtige, motivierende Verse für die Auswanderer durch folgende Worte. Wie etwa, der Erhabene sagt, diejenigen, die den Glauben verinnerlichen und diejenigen, die auswandern und sich auf Allahs Weg abmühen, sie hoffen auf Allahs Erbarmen. Er sagte auch, und diejenigen, die um Allahs Willen ausgewandert sind, nachdem ihnen Unrecht zugefügt wurde, denen werden wir ganz gewiss im Diesseits Gutes zuweisen. Er sagte weiter, wer um Allahs Willen auswandert, wird auf Erden viele Zufluchtstätten und Wohlstand finden. Gemäß seiner edlen Verheißung erlangten die Auswanderer eine große Ehre in diesem Leben, abgesehen von der Belohnung von ihm, indem sie die ersten Menschen waren, die einen muslimischen Staat errichteten, erlangten sie das Wohlgefallen Allahs des Allmächtigen und die Nähe zu ihm, wie er sagt, die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind. Allah hat Wohlgefallen an ihnen. Daher gedenkt Allah, der Allmächtige, ihrer im Koran, der bis zum Ende der Zeit von Muslimen als Anbetungshandlung rezitiert wird. Die Hijra, eine Sitte der Propheten. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, war nicht der Erste, der um Allahs des Allmächtigen Willen auswanderte. Viele Propheten machten diese Prüfung durch. Allah, der Allmächtige, informiert uns, dass Abraham von seinem Heimatland nach Ägypten und in andere Länder auswanderte, um den Monotheismus zu verkünden. Jakob und Josef zogen von Palästina nach Ägypten. Lot, Frieden sei auf ihm, verließ sein Tal wegen Korruption und Missachtung seiner Botschaft. Moses, Frieden sei auf ihm, wanderte mit seinem Volk von Ägypten zum Sinai aus, um mit ihrer Religion vor der Tyrannei des Pharao zu fliehen. Daher ist die Hijra eine Sitte der Propheten, wobei die Auswanderung des Propheten Muhammad, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, die letzte und bedeutendste in ihrer Auswirkung war. Die Hijra, ein Wendepunkt in der Geschichte. Die Auswanderung führte zur Gründung eines muslimischen Staats in Medina, der die Gesellschaft auf der Basis von Solidarität, Liebe, Brüderlichkeit, Freiheit, Gerechtigkeit und Garantie von Rechten konsolidierte. Der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, war Staatsoberhaupt, Oberbefehlshaber, oberster Richter und der erste Mentor. Er, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, implementierte die islamische Scharia stufenweise, so wie sie ihm offenbart wurde, von Vers zu Vers. Die Gefährten studierten sie und wandten sie auf sich selbst an, nachdem sie ihre Auslegung vom Propheten Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen gelernt hatten. Daher formten sie eine Generation, die sich der Existenz Allahs bewusst war und das Anbeten der Dienen gegenüber Allah, dem Allmächtigen, befähigte sie zum Vereinen mit dem Wohnen im Diesseits. Sie arbeiteten unter dem Motto, arbeite für das Diesseits, als würdest du für immer leben und für das Jenseits, als würdest du morgen sterben. Innerhalb eines Jahrzehnts vereinte sich der Großteil der arabischen Halbinsel unter diesem Banner des Islam, der weite Landstriche umfasste, die sich von Ascend im Osten bis zum Atlantik im Westen erstreckten, wobei die meisten Menschen dem Islam und dessen Scharia annahmen. Sie formten eine blühende Zivilisation, die für viele Jahrhunderte auf den Gebieten der Rechtsprechung, Bildung, Kosmologie und Physik ihre Früchte hervorbrachte.
Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, Geschwister im Islam. Obwohl die Auswanderer vielen Problemen ausgesetzt waren, ließen sie sich im neuen Land nieder, denn der Erhalt der Akida und die Herausforderung der Verkündung des Islam waren vorrangig. Die Auswanderung wurde sogar für jeden Muslim zur Pflicht, um den Propheten Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen zu unterstützen und ihm persönlich Beistand zu leisten. Als jedoch Mekka erobert wurde, wurde die Auswanderung beendet, da der Sinn der Auswanderung in der Unterstützung der Religion und der Flucht vor der Gefahr der Nichtmuslime besteht. Eines der bedeutendsten Ereignisse dieser Auswanderung war die Gründung des ersten islamischen Staats. Er war der erste Staat, den ein Prophet gründete. Der Islam beinhaltet nämlich die Anbetungshandlungen sowie die Legislative und Exekutive. Die Hijra bereitete die muslimische Gemeinschaft und die Mitmenschen darauf vor, einen vorbildhaften Staat zu gründen, dessen Ziel es ist, eine geeignete Umgebung zu schaffen, in der allein Allah verehrt wird, und eine Gesellschaft zu formen, in der die religiöse Brüderlichkeit dominiert und der vorislamische Stammesfanatismus schwindet. Die Grundlage für den Aufbau dieses Staates und dieser Gesellschaft auf neuen Fundamenten war der Gehorsam gegenüber Allah und seinem Gesandten. Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen. Im Folgenden werden die Ereignisse der Auswanderung und der Errichtung des islamischen Staats erörtert. Die Verwirklichung der reinen und allgemeinen Verehrung Allahs. Der Islam verursachte eine tiefgreifende und umfassende Umstrukturierung der Glaubensgrundsätze. Es gab keinen Platz mehr für die Anbetung von Götzen, Sternen sowie für Aberglauben, auch nicht für Zauberei und Wahrsagerei oder Talisame und Geistbeschwörung. Vielmehr wandten sich die Bewohner des neuen islamischen Staats in ihren Vorstellungen, ihrer Anbetungshandlung, ihrem Benehmen dem Monotheismus, also der reinen Verehrung Allahs, zu. Allah ist ein einziger. Euer Gott ist ein einziger Gott. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und die Blicke erfassen ihn nicht. Er aber erfasst die Blicke. Und er ist der Feinfühlige und Allkündige. Keines seiner Geschöpfe ähnelt ihm. Er selbst beschrieb sich mit Eigenschaften wie Hören, Sehen, Wissen, ewiges Leben und anderen Eigenschaften, die im Koran und der Sunna vorkommen. Jedoch können seine Eigenschaften nicht mit den Eigenschaften seiner Schöpfung verglichen werden. Nichts ist ihm gleich und er ist der Erhörende und Allsehende. Der Islam hat die Gesellschaft und den Einzelnen grundlegend verändert. Die Menschen änderten ihre täglichen Gewohnheiten und tief verwurzelten Traditionen, ihre Maßstäbe sowie ihre Beurteilung und Sicht der Welt vollkommen. Die Gesellschaft änderte deutlich ihr Äußeres. Das Aussehen und Erscheinungsbild änderten sich und neue traten hervor. Die Araber handelten in ihrem Umgang und gesellschaftlichen Beziehungen nicht mehr willkürlich. Ihre Gewohnheiten wurden durch die Regeln des Islam genau festgelegt und definiert, wie zum Beispiel ihr Benehmen und auch andere Gewohnheiten wie Schlafen, Essen, Ehe, Scheidung und Kauf und Verkauf. Die Traditionen beeinflussen ohne Zweifel den Menschen und es fällt ihm schwer, von seinen Gewohnheiten abzulassen und völlig neue anzunehmen.
der tiefe Glaube jedoch, den Abba Islam in die Herzen der Menschen setzte, ermöglichte ihnen, sich von allen vorislamischen Gewohnheiten zu lösen und den islamischen Charakter in all seinen Facetten anzunehmen. Sie gewöhnten sich daran, Allah allein zu verehren, so wie sie sich an das Gebet und das Fasten, an die Belgarfahrt und die Zakat sowie an die Bemühungen um den Islam gewöhnten und dass man mit jenem guten Tat nur das Jenseits anstrebt. Sie gewöhnten sich daran, die Nähe zu Allah durch das Gedenken an Allah und Dankbarkeit, durch die Geduld bei Prüfungen, die aufrichtige Reue, Bittgebete und dem Wunsch nach der Barmherzigkeit Allahs und seiner Güte zu erlangen, sowie dadurch, dass das Herz von Monotheismus auf Richtigkeit und Hoffnung erfüllt wurde. Die Menschen gewöhnten sich auch daran, ihre täglichen Arbeiten in der Gesellschaft, Wirtschaft und der Politik nur für Allah zu vollbringen. Da das Prinzip der Verehrung alle Teile des Lebens beeinflusst und mit reiner Absicht vollbracht werden muss. Die Muslime schaffen es, von ihren schlechten Gewohnheiten abzulassen, die der Islam verbot, wie Alkohol, Zins, falsche Heiraten, schlechte Charakterzüge, wie zum Beispiel Lügen, Betrug, üble Nachrede, Neid, Hochmut, Ungerechtigkeit und so weiter. So formte der islamische Staat der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, gründete eine fromme Gesellschaft, deren Einzelpersonen danach streben, die Erde sowohl geistig als auch materiell zu bereichern, um die ewigen Wohnen Allah zu erlangen. Nur bei Allah ist Beistand zu suchen und auf ihn ist Verlass. Es gibt weder Macht noch Stärke außer durch ihn. Und Allah weiß es am besten.